Heute darf ich Jeanette Vigoda begrüßen, Beraterin für Organisation und Compliance-Kommunikation. Fast ein Zungenbrecher. Jeanette begleitet Unternehmen in Veränderungsprozessen. Würdest du kurz erklären, um was es da im Detail geht? Ja, das mache ich gern. Die Begriffe sind ja dann doch eher so ein bisschen schwammig. Also im Prinzip begleite ich große Unternehmen, hauptsächlich DAX-Unternehmen, in besonderen Situationen der Transformation. Das kann sowohl Merger sein, Demerger, gerne auch Digitalisierung oder die Veränderung der Compliance-Kultur. Ich sag mal so, dann quasi, wenn das nicht so läuft wie normalerweise. Sehr gutes Stichwort, wenn es nicht so gut läuft wie normalerweise. Das Thema der Interviewreihe ist ja die digitale Transformation, respektive der Faktor Mensch in der digitalen Transformation. Oder ich nenne es fast die digitale Revolution. Es betrifft ja nicht nur Unternehmen, sondern es betrifft ja die gesamte Gesellschaft, es betrifft jeden Einzelnen. Wir leben einfach in der Ära der Digitalisierung. Und von daher gesehen treten da sicherlich an vielen Stellen oder können Probleme auftreten. Prinzipiell ist Digitalisierung ja was Tolles. Der Sinn und Zweck sollte ja sein, es hilft uns und es hilft den Unternehmen, besser zu werden, vielleicht auch schneller, effektiver, was auch immer. Fakt ist allerdings, dass doch der Mensch nach wie vor der ausschlaggebende Faktor ist, für Erfolg oder Misserfolg. Und ich schätze mal, das ist das, was du ja auch tagtäglich dann siehst in Unternehmen, wenn die auf dich zukommen und dich um Hilfe fragen. Die meisten Unternehmen, so wie ich das gesehen habe, speziell in der digitalen Transformation, scheinen sich oft eher mit Prozessen oder auch mit der Technik auseinanderzusetzen, anstatt mit dem Menschen. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Oder kommst du genau in dem Zeitpunkt rein, wenn sie merken, hat nicht funktioniert? Ja, zum Teil. Also das ist die Punkte, wo ich einsteige, sind immer relativ unterschiedlich. Meistens muss man aber sagen, dann, wenn es einmal schon richtig wehgetan hat, dann ist man auch offen dafür, mal andere Lösungen zu hören. Insofern sage ich immer, meine Kunden sind erstmal durch ein Tal des Schmerzes gegangen, bevor sie dann bereit sind zu sagen, okay, wir müssen da irgendwas anders machen. Ich würde noch tatsächlich das noch weiter differenzieren. Also es sind nicht nur Prozesse, die angeschaut werden. Häufig wird dann noch vorher angesetzt und es werden dann vielleicht einfach Tools eingesetzt, ohne die Prozesse dahinter anzugucken. Oder es wird quasi gebannt auf den Markt geguckt mit, ach, die machen das jetzt so und so, dann müssen wir das auch machen. Und es wird leider nicht runtergebrochen mit, ist das überhaupt das richtige Ziel für uns und das richtige Mittel? Also das erstmal dazu. Ich sehe den Faktor Mensch insofern als entscheidend an, dass man die Prozesse, Tools, Ziele, die kannst du nur definieren, erfolgreich definieren, dann, wenn im Prinzip auch diejenigen, die es bedienen sollen, also die Menschen dahinter, mit einbezogen werden. Und leider muss man sagen, werden ja ganz häufig, sag mal so, am Reißbrett irgendwelche digitalen Prozesse gemacht, wo dann irgendwelche API-Schnittstellen definiert werden, irgendwelche Outputs und dann sitzt quasi dann am anderen Ende der oder die Mitarbeiterin und soll dann plötzlich ganz neu arbeiten und findet selber überhaupt nicht die Anschlussfähigkeit an das, was da dann passiert. Fragt sich auch, was hat das jetzt mit mir zu tun und meiner Arbeit? Insofern, ja, ich stimme dir da absolut zu, genau. Okay. Was ist denn aus deiner Sicht notwendig, damit Menschen tatsächlich in den Prozess einbezogen werden? Und was sind aus deiner Erfahrung, wenn du mit Unternehmen arbeitest, denn die naja, sagen wir mal, drei größten Probleme für die Menschen selber? Die es umsetzen sollen, vielleicht aber auch, also die tatsächlich, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, da ist die Mitarbeiterin, die das jetzt auf einmal anders machen soll, aber auch für die Veränderungsprozesse leiten. Ja, also ich denke, tatsächlich differenziere ich da gerne oder sehe in meiner Arbeit da schon einen
großen Unterschied zwischen, ich sag mal so, die Mitarbeiter, die im Prinzip operativ tätig sind, und die Führungskräfte, die dann einfach ihre Teams dazu bringen sollen. Und insofern differenziere ich da gerne, weil ich tatsächlich im Moment meistens feststelle, dass für die Mitarbeiter das gar nicht so ein Thema ist, zu sagen, okay, jetzt kommt die Digitalisierung, ich darf Dinge anders machen. Hingegen für die Führungskräfte ist es so, dass sie auf der einen Seite häufig in Organisationen drin sind, die nach ganz anderen Werten und ganz anderen Zielen funktioniert haben die ganze Zeit und dort ihre Berechtigung auch hatten, möglicherweise. Jetzt ist es so, dass es plötzlich heißt, ihr habt vorher vielleicht hierarchisch gearbeitet, ihr habt vorher Ziel, KPI, also kennzahlenorientiert gearbeitet. Und jetzt ist plötzlich alles total agil. Und da stelle ich häufig fest, dass die Krise der Identifikation der Führungskräfte fast größer ist als die der Mitarbeiter. Weil ich bin eine Führungskraft, die vorher A, immer das letzte Wort hatte, weil sie vielleicht vermeintlich irgendwie den besseren Überblick hatte. Diese Perspektiven lösen sich auf und viele sind es nicht gewohnt, aus Unsicherheit heraus zu agieren. Also der Unsicherheitsfaktor, was ist jetzt in Zukunft richtig? Was ist die richtige Entscheidung? Wir müssen alle so ehrlich sein und sagen, wir wissen es alle nicht. Nur wir müssen lernen, mit Unsicherheit umzugehen. Und das betrifft ja nicht nur mich, sondern wenn ich Führungskraft bin, dann muss ich im Prinzip in einer unsicheren Situation auch noch meine Teams führen und den Mitarbeitern das Gefühl geben, ja, ich gebe ihnen da irgendwie eine Leitrichtung. Und sozusagen diese Gemengelage aus persönlicher Betroffenheit, Unsicherheit, Situation plus, ich habe eigentlich meinen Mitarbeitern immer gesagt, wo es lang geht, weil das bin ich als Führungskraft, das funktioniert nicht mehr. Also da haben wir sozusagen Unsicherheiten auf allen Ebenen und deswegen weiß ich gar nicht, ob es sozusagen die drei größten Hürden für alle gibt. Ich glaube, diese von mir genannten Punkte, gerade diese Situation der Unsicherheit, ist, wie soll ich mal sagen, ein Faktor, der von außen kommt und alle Systeme, Organisationen, Teams und Personen in Bewegung bringt. Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Es gibt dieses schöne VUCA, das kursiert ja schon sehr, sehr lange in dem, im Markt, in Unternehmen. Ich habe das ganz, ganz, ganz stark eben in dem agilen Softwarebereich bei der Softwareentwicklung gesehen. Also für die, die es nicht kennen, volatile, uncertain, complex and ambiguous. Und eben diese Uncertainty, diese Unsicherheit, Die kann ich mir schon, es ist sehr spannend, dass du das sagst, kann ich mir schon vorstellen, dass die schwierig ist und unter Umständen vielleicht sogar Angst auslöst. Du sagst gerade von dieser, du sprichst von dieser Identitätskrise, die unter Umständen die Führungskräfte haben, ne? Wo ist denn mein Platz? Was ist denn überhaupt noch meine Rolle? Und da mögen Ängste aufkommen, was ja eine sehr urmenschliche Geschichte ist. Vielleicht vor Jobverlust, vor Positionsverlust. Also eben, weil wir es anders gewöhnt sind. Oder vielleicht auch die Angst davor, den Anforderungen nicht gewachsen zu sein, den neuen. Wie umgehen mit der Situation? Was hast du Erfahrung gemacht oder vielleicht wie hilfst du auch, Unternehmen so solche Situationen zu adressieren, solche Ängste? Ja, also zum einen ist es so, dass auch dort, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich die Ebenen anguckt. Ich habe festgestellt, dass auf der Ebene der Mitarbeiter, auf der operativen Ebene, ist es ganz häufig so, dass die Mitarbeiter sich freuen, wenn sie im Rahmen von Digitalisierung sich weiterentwickeln können, also neue Tools lernen oder neue Fähigkeiten lernen können und auch plötzlich Türen aufgemacht werden, hin zu sagen, denk doch mal ganz frei oder hast du noch selber eine Idee oder wenn sie Tools entdecken und sagen, ach guck mal, das kann das Tool, dann können wir das ja so und so machen.
Und da erlebe ich wirklich häufig eher eine große Freude auch am Spielen. Also dass es sozusagen da so ein kindliches Element gibt mit, ach cool, das finde ich cool, lass uns das mal ausprobieren. Und da können auch Teams wirklich ganz tolle Brainstormings entwickeln. Und auf der Ebene der Führungskräfte ist es schon so, dass, wie du das eben auch sagtest, dass diese Krise auch so ist, dass die eigentlich feststellen, ich weiß es nicht, das sind sie nicht gewohnt. Und genau, also das ist, vielleicht müsstest du die Frage nochmal stellen, damit ich da noch mehr ergänzen kann. Genau, mir geht es jetzt mal darum, so ein bisschen reinzubohren und zu sehen, wie adressieren Unternehmen das denn oder wird es überhaupt adressiert? Ja, genau. Also zum einen das, was ich sehe und was ich auch immer sehr stark unterstütze und wo ich eben auch tatsächlich mit den Unternehmen konkret arbeite und ihnen eben konkrete Vorschläge mache, ist die Mitarbeiter, ich sag mal so, über Impulse zu aktivieren, also sei es irgendwie, dass man interne Live-Formate zum Business-Transfer entwickelt. Also sowas wie ein Meetup innerhalb des Unternehmens oder kurze Lunch-Webinare, wo dann einfach Leute ihre Projekte vorstellen und sozusagen wie in einer wunderbaren Start-up-Kultur sich selber zeigen können, aber eben auch immer vor dem Hintergrund mit, das ist jetzt meine Lösung, ihr müsst eure eigene finden. Also da, glaube ich, ist tatsächlich dieses berühmte Silos aufbrechen, über den Tellerrand gucken und auch die Mitarbeiter stärker aufzufordern und zu motivieren, auch mit den Kollegen zu sprechen. So, wie machst du denn das? Also das halte ich für extrem wichtig. Bei den, ich sag mal so, auf der Führungskräfte, also in dieser Sandwich-Ebene, stelle ich fest, dass es dort häufig erstmal wichtig ist, auch darüber zu sprechen, aus welchen Werten man selbst der Digitalisierung gegenübersteht. Weil es so ist, dass Vertrauen in die Mitarbeiter haben leider nicht alle Führungskräfte. Und das muss ich dann auch als externe Beraterin manchmal adressieren, wenn es dann zum Beispiel darum geht, dass eine Führungskraft ihre Verantwortung an bestimmten Punkten nicht übernimmt. Und da, das sind so Dinge, die dann sicherlich adressiert werden müssen. Das heißt, das, was ich häufig dort sehe, ist, dass das große Problem ist, ordentliches Feedback, auch mein kritisches Feedback gegenüber den Führungskräften zu geben. Also genau zu sagen, hier muss ich mal was ändern. Das funktioniert so nicht. Ja. Ich will nicht so weit gehen, dass ich sage, Sanktionen gegenüber Führungskräften sind total wichtig. Das glaube ich nicht unbedingt. Aber es funktioniert nicht über eine Verhaltensänderung oder eine Bewusstseinserweiterung, so nenne ich das jetzt mal, über KPIs oder Jahresziele zu formulieren, sondern ich muss eigentlich sie ermuntern und ihnen das auch als klares Ziel mitgeben, dass sie sich persönlich weiterentwickeln müssen, dass sie gucken müssen, inwieweit kann ich eigentlich überhaupt als Persönlichkeit souverän mit der Digitalisierung umgehen. Mhm. Und da sehe ich, dass es gibt Unternehmen, die tatsächlich genau wissen, dass es dort im Rahmen der persönlichen Weiterentwicklung, des persönlichen Wachstums Bedarf gibt und dass man da genau ansetzen muss. Also über ordentliche Mentoring-Coaching-Programme, über Führungskräfte-Seminare, wo man genau sowas auch mal lernt, rauszugehen, sich in seiner Unsicherheit zu zeigen. Das finde ich auch ganz wunderbar. Es gibt auch Unternehmen, die tatsächlich Achtsamkeit für Führungskräfte anbieten, so Seminare. Um einfach zu sagen, du musst die Welt eigentlich mit anderen Augen angucken, als du es vorher getan hast. Und genau, also ich denke, das sind ganz schöne, konkrete Maßnahmen, wo man daran arbeiten kann.
Ja, ja, sehr spannend. Was ich jetzt da ganz, ganz dediziert rausgehört habe, war, dass es letztendlich hier bei uns anfängt. Also wir können ganz viel außenrum an Struktur und eben diese berühmten KPIs schaffen und was weiß ich. Final geht es tatsächlich um die einzelne Person, dass die sich weiterentwickelt, um in der Lage zu sein, mit dieser Situation umzugehen. Ja, deswegen, als ich eingangs gesagt habe, diese Digitalisierung betrifft uns ja alle. Wir leben ja alle in dieser schnellen, in dieser extrem rasanten, sich verändernden Welt. Und für mich habe ich auch irgendwann festgestellt, es geht darum, nicht die Welt zu verändern, das können wir nicht. Die ist so. Und die wird sich auch weiter so entwickeln. Es geht darum, dass wir als Person damit umgehen können. Und da ist es wurscht, ob das eben in unserem Privatleben ist oder ob das im Firmenumfeld ist. Ich finde es auch sehr schön, was du sagst mit der Offenheit, mit dem Vertrauen, mit der Verletzbarkeit. Es gibt eine wunderbare Autorin, ist noch nicht ganz so bekannt in Deutschland, die Brené Brown, die sehr über das, kennst du sicher, die über das Thema gesprochen hat. Und ich denke, wir sehen da auch so ganz langsam die ersten Schritte, dass wir uns das trauen. Es braucht Mut. Ne? Ja. Dann zu sagen, oh, ich weiß das aber nicht. Absolut. Das wird mir ja wunderschön, was du gerade gesagt hast, zur nächsten Frage. Ich habe neulich in einem Bericht über Digitalisierung den Begriff digitalisierungsfähig gelesen. Da war ich erstmal so, hups. Wir packen die Menschen so, ist der Mensch digitalisierungsfähig? Ich mag es nicht so gern. Du hast jetzt so ein paar Punkte schon genannt. Verantwortung war auch so ein Punkt. Wenn du das mal auf Top 3 ist ja immer so sehr beliebt. Das frage ich einfach mal wieder nach den Top 3 Eigenschaften, die ein Mitarbeiter oder auch Führungskraft mitbringen sollte, um zum Erfolg der Transformation beizutragen. Welche 3 fallen dir da spontan ein? Welche Eigenschaften? Eher Skills nicht, weil lernen müssen wir alle. Geht wirklich um die Eigenschaften. Genau. Ja, also zum einen möchte ich vorausschicken, dass tatsächlich auch in der Vorbereitung des Interviews habe ich dann überlegt, was ist denn, ne, wenn ich so an Digitalisierung denke, was ist denn da so wichtig? Und ich komme immer wieder dahin, dass ich denke, im Prinzip ist es völlig egal, ob es die Digitalisierung ist oder ob es ein Merger ist. Es geht eigentlich um Veränderungsfähigkeit. Und da finde ich 3 Punkte wichtig. Tatsächlich das Bewusstsein sich selbst gegenüber. Wie geht es mir eigentlich gerade damit? Und wo sind meine Grenzen? Wo habe ich jetzt das Gefühl, nein, das finde ich eigentlich jetzt gerade gar nicht so gut. Weil die größten Hürden oder im Zweifelsfall das größte Risiko, im Burnout zu landen, ist ja dann, wenn ich immer sage, ja, schaffe ich auch noch, kann ich auch noch machen und das ist alles gar kein Thema und kriege ich alles hin. Anstatt mal innezuhalten und zu sagen, okay, den Teil finde ich vielleicht in Ordnung, aber dass ich jetzt quasi zum Beispiel nicht mehr bei Kunden bin und nur noch mit denen über E-Mail kommunizieren soll, das entspricht mir nicht, das möchte ich nicht. Dass man das zumindest einfach mal differenziert. Also wirklich diese, ich nenne es jetzt mal Achtsamkeit auf sich selbst gegenüber. Was ist eigentlich, was sind so meine Stärken und was sind meine Ängste? Das finde ich wichtig. Und wichtig finde ich ehrlich gesagt auch als zweites auch noch eine gewisse Gelassenheit dahingehend, dass es einfach in unserer Welt keine Gewissheiten mehr gibt. Ich habe damals nach dem Platzen der ersten New Economy Blase, es ist schon ein bisschen her, da habe ich damals in einem sehr großen deutschen Zeitschriftenhaus gearbeitet und als dann quasi die erste Online-Blase geplatzt ist, sah man förmlich, wie quasi die ganzen klassischen Printredakteure wieder breitere Schultern kriegten und sozusagen mit der Haltung durchliefen. Wir wussten, das Internet geht wieder weg. Und ich dachte so, nee, das geht nicht wieder weg. Und das ist genau, glaube ich, der sicherlich auch der große dritte Punkt, dass man einfach sagen muss, gerade das ist das sicherlich das Besondere bei der Digitalisierung,
eine neue Strategie, ein neuer Vorgesetzter, ein neuer CEO oder irgendein Merger. Das kann man vielleicht möglicherweise aussitzen, je nachdem, wie viel Langmut und Sitzfleisch man hat. Aber die Digitalisierung, die geht nicht wieder weg. Das heißt, ja, ich kann mir zu allem eine Meinung bilden, aber ich glaube, wir können tatsächlich sagen, so wie, ich sag mal so, Kolumbus Amerika entdeckt hat und plötzlich die Welt eine andere war und auch Amerika nicht mehr verschwand, wird auch die Digitalisierung nicht mehr verschwinden. Und dazwischen zu entscheiden, zwischen wo kann ich eigentlich meinen Arbeitsplatz oder meinen Gestaltungsspielraum nutzen und wo muss ich einfach mal sagen, okay, das ist jetzt die Welt. So muss ich mich darauf einstellen, da eine gute Balance zu finden. Nicht alles mitzumachen, aber auch zu sagen, bestimmte Dinge ändern sich nicht mehr. Was mache ich jetzt damit? Ich glaube, das ist so eine Fähigkeit. Ja, sehr spannend. Ich bezeichne das so, oder ich sehe das so, je besser ich mich selber kenne, desto eher kann ich dann auch tatsächlich einschätzen, wo ist dieses, ich habe da noch kein gutes deutsches Wort für gefunden, ich nenne es Isness. Es ist, wie es ist, kann nichts dran tun. Ein schönes Wort. Ist, genau. Genau, und wie du es richtig sagst, auf der anderen Seite, für mich selber zu wissen, da ist mein Rahmen, da sind meine Grenzen, da ist das, mit dem ich einverstanden bin und da ist auch mein Spielraum, in dem ich tatsächlich was tun kann. Ja, sehr spannend. Danke. Neulich habe ich mit einem Vertreter eines sehr großen traditionellen Industrieunternehmens in Deutschland gesprochen. Mal zu behaupten, wahrscheinlich das Größte. Und in deren Transformationsprozess war sogar die Rede über solche Worte, das war eine englische Präsentation, ich sage es jetzt mal deutsch, da ging es um Herzintelligenz und Intuition. Natürlich nicht nur, sondern es waren einfach verschiedene Ebenen. Der Hintergrund dazu war, wenn du konstruktive und effektive und wichtige Gespräche, du hattest das vorhin schon mal angesprochen, ne? Also Feedback geben zum Beispiel, ist nicht immer ganz einfach, das ist aber ein wichtiges Gespräch, führen wollen, dann ist es relevant, dass wir uns selber und unsere Emotionen verstehen. Was ist deine Erfahrung, wie sehr ist dieser Faktor oder diese Faktoren, wie oft werden die oder wie viel wird es schon berücksichtigt? Oder hältst du es überhaupt für wichtig? Ja, also tatsächlich finde ich das ich glaube, das ist entscheidend. Das ist ja auch genau das, was ich vorhin genannt habe, auch mit Selbstwahrnehmung oder tatsächlich sich selbst auch gut kennen und beobachten können und reflektieren können. Also zum einen, ja, ich halte es für wichtig, weil das genau die Dinge sind, Achtsamkeit auch in der Kommunikation. Wie spreche ich eigentlich mit dem anderen? Was sagt der andere mir? Nicht nur, was will ich hören? Das sind alles Dinge, die sind wahnsinnig entscheidend. Und auf der einen Seite freue ich mich sehr, dass tatsächlich so Dinge, die, seien wir ehrlich, vor 20 Jahren noch als esoterischer Blödsinn verteufelt worden wären, dass die tatsächlich jetzt in offiziellen Präsentationen bei sehr großen Unternehmen auftauchen. Das finde ich total toll. Und ganz ehrlich, ich finde, das ist schon auch, das macht mir Mut, weil ich häufig sehe, dass in den großen Unternehmen auch Trends rausgetragen werden, also so wie Corporate Social Responsibility. Jeder Mittelständler weiß, dass man auch mal den kleinen Verein um die Ecke sponsoren muss, weil das eine gute Sache ist. Und insofern ist meine Hoffnung, dass da im Moment eine Bewegung entstanden ist, die einfach weitergeht. Ich weiß und sehe tatsächlich in Unternehmen auch, dass sich, wenn solche Worte wie Achtsamkeit oder Intuition oder Herzintelligenz oder ich weiß nicht wie der Begriff jetzt war, dass es dort tatsächlich, ich sag mal so, häufig eine Spaltung gibt, auch in den Unternehmen, dass ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter und Führungskräfte finden das total gut, weil sie sagen, ja genau, das ist der richtige Weg. Und die andere Hälfte sagt, was für ein Quatsch, das braucht doch kein Mensch, was haben die sich da jetzt wieder ausgedacht? Und da sehe ich auch, dass wir die ganz klassischen Geburtsschwierigkeiten haben. Also, dass sozusagen die eine Fraktion gegen die andere und dann knirscht. Und wenn dann zum Beispiel der Vorstandsvorsitzende wechselt und das war sozusagen sein
Projekt, dass dann die andere Hälfte aufatmet und sagt, Gott sei Dank, das ist ja jetzt hoffentlich bald vorbei. Und ich denke so, genau wie Digitalisierung, nein, das geht nicht weg. Wir sehen das und ich ermutige alle Unternehmen und möchte ihnen eigentlich zurufen, sich genau mit solchen Dingen wie Intuition, Achtsamkeit, Selbstwahrnehmung durchaus zu beschäftigen, weil ich das wirklich für eine der Tools und Mittel und Wege halte, um Führungskräfte, Mitarbeiter und alle, die in der Organisation drin sind, dahin zu kriegen, veränderungsfähiger zu werden. So, also ich glaube, das ist so, ne, wir können uns da nur auf den Weg machen. Die Frage ist, mit welchen Tools? Und das finde ich dafür schon ziemlich gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich als klassische, ich habe ja einen klassischen Kommunikationshintergrund mit externer Kommunikation und Redaktion. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das herzintelligent nennen würde. So möglicherweise, so vielleicht könnte man da auch was anderes sich aussuchen, was vielleicht nicht ganz so viel Widerstände spontan, wie soll ich mal sagen, gebiert, aber im Prinzip finde ich, ist es genauso, genau das, da wo es hingeht. Und ich glaube, wir werden das in den nächsten Jahren auch noch mehr sehen. Danke, Jeanette. Ich habe auch das Gefühl, dass es tatsächlich so sein wird und dass der Trend dahin geht und dass diese Trennung, die ja vor 10, 20 Jahren oder selbst zum Teil jetzt noch propagiert wird, dass ja da auch diese Grenzen, diese klaren Abgrenzungen zwischen meinem Privatleben als Privatperson und der Arbeitswelt ist, die gibt es schlicht und ergreifend nicht mehr. Ne? Sondern wir kommen ja als die gleiche Person in das Arbeitsumfeld rein, wie wir im Privatbereich sind. Und dann dieses, ich lasse mal eben meine Emotionen und alles, was mich bewegt an der Garderobe, das funktioniert. Es hat noch nie funktioniert. Wir haben es einfach ausprobiert. Ja, Emotionen gehören da nicht hin. Ne? Und ja, da kommt sicherlich auch diese Fraktion her. Ich habe die Tage mit jemand gesprochen, sie nannte das sehr schön ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, Menschen. Fand ich klasse. Brauche ich nicht, was soll dieser Quatsch? In der Tat. Zu guter Letzt, was macht deiner Ansicht nach einen erfolgreichen Digital Leader aus? Also meiner persönlichen Meinung nach gibt es eigentlich sowas nicht wie den Digital Leader. Weil das würde ja voraussetzen, dass ein Digital Leader vielleicht nicht so gut ist in anderen Führungsbereichen. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, ich kann auch ein guter Teamleader sein im Vertrieb und es muss nicht die Digitalisierung sein. Das ist das eine, weil ich wirklich glaube, dass gute Leute tatsächlich in der Lage sind, in verschiedenen Bereichen ihre Talente zu leben, ihre Qualitäten zu leben. Aber wenn du drei Dinge von mir hören möchtest, ist tatsächlich das Allerwichtigste für mich ein Stück weit persönliche Souveränität. Also auch mal es aushalten zu können, von den Mitarbeitern Kritik zu bekommen im Sinne von, das war jetzt irgendwie, hat so nicht funktioniert, ich mache einen anderen Vorschlag. Oder auch mal wirklich das offen darzulegen und zu sagen, ich habe eine Idee, wie wir es machen können. Ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert, aber lasst uns doch mal in die Richtung gehen. Und häufig beobachte ich tatsächlich eher, dass die Führungskraft sich einschließt, dann zurückkommt und sagt, das ist die Wahrheit der Welt. Und auch dieses Vertrauen haben zu den Mitarbeitern, auch das begründet sich in meinen Augen auch immer in einer persönlichen Souveränität. Ich hatte vor ein paar Monaten ein Gespräch mit einem Geschäftsführer und habe ich ihn auch gefragt, was denn wichtig ist in der persönlichen Zusammenarbeit, wenn er eben mit seinen Führungskräften arbeitet. Dann sagte er, ja, Vertrauen ist für mich wichtig. Ich muss den Menschen vertrauen können. Wo ich aber dann dachte, naja, es geht nicht darum, dass die anderen irgendwas machen müssen. So, also ich muss mir einen roten Hut aufsetzen oder ich muss, keine Ahnung, irgendwie dreimal knixen, damit man mir vertrauen kann. Sondern Vertrauen ist etwas,
was in mir selbst entsteht, weil ich sagen kann, ja, ich weiß, dass ich jetzt Vertrauen spenden muss und Vertrauen ist eine Investition. Das heißt, dahinter steht auch ein Risiko. Und wenn ich sage, ah, ich kann den Leuten eigentlich nicht vertrauen, dann ist für mich das Thema eher, wo ist denn die persönliche Souveränität? Also, ne, wenn es schief geht, was passiert denn, wenn quasi das Vertrauen missbraucht wird? Kann man damit dann nicht leben? So, was sind die kann ich die Konsequenzen nicht tragen? Und da komme ich immer mehr dazu hin, tatsächlich auf der Ebene zu sagen, auch Unsicherheit auszuhalten, auch Stress auszuhalten, auch ja, ganz viele verschiedene Situationen. Da denke ich, wirklich souveräne Persönlichkeit, wie auch immer das dann im Detail definiert ist, ist so im Moment das, wo ich denke, ja, das braucht es als Digital Leader. Ja, Souveränität und Vertrauen. Vertrauen finde ich, vielen Dank dafür, ist noch ganz spannend, diese Vertrauensgeschichte ist ja nicht wirklich neu. Ne? Mhm. Stephen Covey ist ja einer der ganz Großen im Bereich Business Bücher, der hat ja auch ein Buch geschrieben, Speed of Trust. Mhm. Und da bringt er handfeste Beispiele dafür, dass Trust nicht nur einfach ein nice to have ist, also was ja ganz nett ist, sondern dass sich das tatsächlich im Endergebnis des Unternehmens bemerkbar macht, wenn Vertrauen da ist. Warum? Weil es eine unglaubliche Zeitverschwendung darstellt, wenn wir uns eben nicht vertrauen, weil das ganz viele Konsequenzen hat in der Kommunikation im Unternehmen und damit Zeit verschwendet wird. Das ist einer der Faktoren. Und das finde ich noch sehr, sehr hoch spannend, dass was nach wie vor so als Soft Skills tituliert wird oder bezeichnet wird in der Wirtschaft, dass die eigentlich gar nicht so soft sind, sondern sich in harter Währung final bemerkbar machen. Und ja, es ist nicht nur meine Hoffnung, sondern so wie ich sehe, fängt es tatsächlich an, sich zu verschieben. Also schön, du bist jetzt meine dritte oder vierte Interviewpartnerin und ich habe das Wort Trust ganz oft gehört. Von daher gesehen, wow, toll, ich sehe es als Trend mittlerweile, dass das in den Mittelpunkt gestellt wird. Ja, damit... Wenn ich da das ganz kurz ergänzen darf, du hast jetzt das Buch von Stephen Covey erwähnt, was ich auch gerade in der Mitarbeiterführung entscheidend finde mit Vertrauen ist, es gibt ja auch Untersuchungen dazu, die wurden mit Schülern und Studenten gemacht, dass wenn quasi vor irgendwelchen Mathe-Tests den Schülern gesagt wurde, das schafft ihr eh nicht, dann haben die auch schlechter abgeschnitten. Und wenn ihnen gesagt wurde, das schaffst du locker, dann sind sie tatsächlich auch in einen anderen, für sie positiveren Zustand gekommen und haben dann auch wirklich besser abgeschnitten. Das heißt, das Vertrauen ist ja nicht nur etwas, was mich persönlich betrifft, so nach dem Motto, ich kann sonst nicht schlafen, sondern es ist auch wichtig, um die Mitarbeiter, ich sage es mal neudeutsch, zu enablen, dahin ihre beste Leistung zu bringen. Und da denke ich, gibt es einige Führungskräfte, die da sicherlich noch, ich sag mal so, Optimierungspotenzial haben. Ja, ich sehe, danke für die Ausführung. Denke ich auch so, dieses Command and Control, was ja quasi gegen Trust, gegen Vertrauen spricht, es geht ja so wirklich gegeneinander, das ist noch in vielen, speziell großen und traditionellen Unternehmen da und nicht nur da, tatsächlich. Also ja, ist ein gutes Schlusswort, da gibt es Optimierungsbedarf, in der Tat. Janet, ich danke dir herzlich für das tolle Interview und für die Einsichten aus deiner Arbeit. Vielen Dank dafür und ja, ich denke, wir sehen uns und hören uns wieder. Ja, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.